Hallo, willkommen zurück. Es geht wieder um den geprüften Wirtschaftsfachwirt IHK. Ich bin dabei, diesen Lehrgang inhaltlich vorzustellen. Mein Name ist Marius Ebert. Ich bin Experte für leichteres und schnelleres Lernen. Meine Website ist spaßlerndenk.de. Und wir haben schon im letzten Video gesehen, der geprüfte Betriebswirt IHK ist eine Generalistenausbildung mit einem anerkannten Abschluss. Sie machen eine Prüfung vor der Industrie- und Handelskammer und das ist offiziell anerkannt. Das ist in diesem unserem Lande nicht so ganz unwichtig. Dann gibt es zwei Teile, wirtschaftsbezogene Qualifikation und handlungsspezifische Qualifikation. Und wir steigen einfach mal hier ein und schauen, was verbirgt sich unter Volks- und Betriebswirtschaftslehre. Was lernen wir? Wir lernen etwas über Marktstrukturen, also über Monopol, Oligopol, Polypol und die jeweiligen Gesetzmäßigkeiten. Das klingt zunächst mal ein bisschen theoretisch, aber Sie wissen, Volkswirtschaftslehre ist zunächst einmal der Hubschrauberflug. Betriebswirtschaftslehre ist eher die Froschperspektive. Volkswirtschaft ist die Vogelperspektive. Das heißt, wir schauen von oben auf unsere Volkswirtschaft, Marktstrukturen, dann natürlich so wichtige Begriffe wie Bruttoinlandsprodukt, die mit unserem Wirtschaftswachstum zu tun haben. Dann sind wir schon beim nächsten Begriff Konjunktur. Und was kann man tun, um die Konjunktur zu beeinflussen? Dann sind wir bei Wirtschaftspolitik. Das heißt, wir erlangen hier Kompetenz in wirtschaftlichen Fragen. Wir können den Wirtschaftsteil der Zeitung endlich verstehen. Können kompetent was zu bestimmten Maßnahmen von Politikern sagen. Und dann ist noch ein wesentlicher Punkt im Rahmenstoffplan. Ich beziehe mich auf den Rahmenstoffplan, wo die Inhalte drinstehen. Die Außenwirtschaft, das ist für ein Land wie unseres, das hochgradig exportorientiert ist, eine ganz wichtige Sache. Das sind also die Dinge, die man lernt zum Thema Volkswirtschaftslehre, jetzt als grobe Oberpunkte. Dann geht es weiter mit der Betriebswirtschaftslehre. Da die Betriebswirtschaftslehre hier im Folgenden noch eine intensive Rolle spielt bei diesen Punkten, greife ich jetzt nur so ein paar Oberpunkte heraus. Da geht es zum Beispiel um Wettbewerb und Wettbewerbsrecht, also Fragen von Fusionen, von Kooperationen in einer Volkswirtschaft. Das ist fast schon noch eine volkswirtschaftliche Frage. Und was haben wir noch? Es geht um Rechtsformen von Unternehmen. Ja, sind alles nur grobe Oberpunkte, denn wir haben ja ein Thema hier Recht und Steuern, wo wir sehr viel ausführlicher darauf noch eingehen. Und um was geht es noch? Natürlich um die ganzen betriebswirtschaftlichen Funktionen wie Logistik, wie Marketing und so weiter, die wir im Folgenden dann noch detaillierter betrachten. Also der Schwerpunkt liegt auf Volkswirtschaftslehre, obwohl das Fach Volks- und Betriebswirtschaftslehre heißt, denn die Betriebswirtschaftslehre kommt ja bei diesen ganzen Punkten, kommt sie ja noch. Okay, wenn Sie dieser Lehrgang interessiert, es ist ein Lehrgang, bei dem es keine großen Hürden gibt von den Zugangsvoraussetzungen her. Das heißt, wenn Sie im Berufsleben stehen, wenn Sie Berufspraxis haben, dann sind die Chancen sehr gut, dass die Kammer Sie zulässt für die Prüfung. Und wenn Sie einen anerkannten Abschluss haben wollen im Bereich Wirtschaft, ohne sich zu spezialisieren, das heißt eine Generalistenausbildung, ist möglicherweise der Wirtschaftsfachwirt IHK genau das Richtige für Sie. Dann schauen Sie bitte auf www.spaßlerndenk. Schauen wir noch mal ganz kurz www.spaßlerndenk. Deutschland Schnelllernspezialist Marius Ebert, das bin ich. Und Sie finden hier oben den Wirtschaftsfachwirt und Sie sehen bei mir in 22 Tagen, das denke ich, ist einzigartig in Deutschland. Warum? Wie geht das so schnell? Weil ich mich spezialisiert habe auf Fragen des leichteren und schnelleren Lernens. Hier finden Sie dann die Seminartermine. Schauen Sie einfach mal. Die Seite heißt Spaßlerndenk, spaßlerndenk.de. Vielen Dank. Mein Name ist Marius Ebert. Im Übrigen glaube ich, dass
Wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.